der Riesenstraße hier bei mir Goree. Wird gekocht und gebabbelt, ach wie schön. Nebenbei Gemüsesuppe oder eine kleine Schoppe in der Riesenstraße hier bei mir Goree. Heute sind wir wieder an den Töpfen. Hier ist die Reederei live aus Frankfurt und ich habe ein fantastisches Publikum. Und meine Damen und Herren, am Piano Gabriel Groh. Und was wäre so eine Kochsendung mit prominenten Gästen, hätte man keinen prominenten Gast. Und unser prominenter Gast ist heute Bares für Rares, Detlef Kümmel. Herzlich willkommen! Hallo! Willkommen! Komm in meine Mitte. So eine Sendung kann man alleine machen, muss man aber nicht. Ich habe eine wunderbare, so muss man das natürlich sagen, heute, wenn der ganze Geschlechterwahnsinn greifen kann. Ich habe an meiner Seite, ich liebe sie, ich liebe ihn, Thomas Rau alias Olga Rausch! Ja. Hallo, hallo, hallo. Sag mal, das mit diesem Geschlechterwahnsinn, wie? Also du als ohne Maske, Thomas, Logo, mit Maske, sie, du, sie. Ja, ja, ich gehe immer auf die Toilette, wo am meisten los ist. Okay, okay, das alles passt. Alles erklärt. Das passt. Sehr gut. Wir haben gar nicht wieder, du kennst ihn ja noch nicht so lange, aber er hat eine neue Frisur, eine neue Sam. Ich habe schon gestaunt. Ich bin neu angekleidet worden. Hast du dafür zahlen müssen? Oder nein, ich bekomme das umsonst. Wie alles im Leben, ich bekomme alles umsonst. Die Frisur ist schon... Das ist nicht gut, oder was? Was ist mit dir los? Du hast auch jedes Mal einen Dutt. Nein. Doch, guck dich an. Aber ich weiß, ich hab was. So, es geht ums Kochen, nicht um meine Frisur. Liebe Detlef, wir kennen dich von Bares für Rares. Ganz genau. Aber ich weiß, du hast eine Frau aus Thailand und ihr kocht gerne thailändisch. Wir kochen zusammen heute thailändisch. Was gibt's denn? Genau. Obwohl ich natürlich dabei sagen muss, ich esse gerne thailändisch. Also bei uns ist das zu Hause ganz klar geregelt. Es gibt eine Küche und in dieser Küche gibt es eine Chefin. Das ist meine Frau. Deine Frau. Die sitzt hier vor dem Publikum. Da ist sie, genau. Herzlich willkommen. Möchtest du deinem Mann Anweisungen von hinten geben? Ich glaube, nein. Es wird wahrscheinlich... Ihr habt das probiert und durchgekocht, ne? Ihr habt das zusammen gekocht? Wir haben nächste Woche zusammen einmal Probe gekocht. Okay. Sehr gut. Einmal, also viel Glück an euch. 9 von 10. Sehr gut, das ist gut. Ja, lieber Detlef, was machen wir denn? Was kochen was wir? Was möchtest du dann trinken erstmal? Ja, wir haben Wasser still und mit Gas von unserem Partner Stadlich Fachingen, das sollte man an dieser Stelle erwähnen. Also eine Flasche Wasser aufmachen, ist auch schon irgendwie kochen, das ist richtig. Ja. Und wenn du auch ein Weinchen möchtest, lieber Thorsten, mein Assistent Thorsten, ein Applaus, bringt uns einen Wein von unserem Weingut, mit dem wir viele, viele Jahre schon arbeiten. Vom Weingut Peter Flick und da trinken wir heute, wenn du möchtest, einen grauen Burgunder. Ja. Magst du einen Schluck? Unbedingt. Also kein Wasser, weil Wasser müsste ich Wasser machen. Trinken und Wasser macht, okay, Wasser macht Mutti, genau. Weinchen mach ich. Dankeschön. So, dann stoßen wir mal an und die Regie kotzt schon, weil... Was sagt die Regie immer? Machen, genau, dann reden. Machen, dann reden. Oder, Julius? Ja. Aber Stößchen. Das ist halt live. Er kann nichts dagegen machen. Nein, er kann nichts dagegen machen. Stößchen. Schön, dass ihr da seid. Liebes Publikum, Stößchen. Zum Wohl. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank.
So, Della. Das ist ein guter Anfang. Ja, ist ein guter Anfang, aber noch kein Ende. Ja. Also, was kochen wir? Was müssen wir machen? Was soll ich machen? Was machst du? Also, du musst auf jeden Fall dabei sein, weil das ist eine Kochschule. Yep. Ich bin einfach nur derjenige, der ein bisschen Material macht. Den Rest machst du hoffentlich. Ja. Ich bin einmal angelernt worden. Das heißt also, wenn jetzt hier Fehler passieren, haben wir da eine Schuldige gefunden. ich mache nur streng nach Anweisung. Das einzige Problem, was ich schon habe, ich habe jetzt so ein wenig drüber nachgedacht, für 4 Personen zu kochen. Ja, musst du aber nicht, weil, guck mal, das sind 20 Menschen, Leute. Ich habe die Zutaten angeglichen. Ja. Heißt, alles verwenden. Genau, also wir werden alles verwenden, es wird also alles da hineinkommen, das ist schon mal sehr einfach. Wir werden also einen richtigen Klassiker kochen. Tom Yam Goong ist in Thailand also tatsächlich eins der Nationalgerichte. Manchmal richtig sehen wir neben Som Tam diesen Papaya-Salat. Genau. Glaube ich, gibt es wenig, was bekannter sein darf. Und tatsächlich ist es auch in Thailand oder speziell, wenn eine Thailänderin einen Europäer, also einen Verlangen hat, eine der ersten Fragen, kannst du das essen, isst du das zu Hause? Weil dann hat man richtig Bonuspunkte gesammelt. Also wenn man Som Tam und andere Dinge essen mag und kennt, dann ist man ganz weit vorne, weil das ist anscheinend nicht üblich. Und es gibt ja, wie das bei uns mit vielen Rezepten ist, jede Region, jede Familie hat ja ihr eigenes Rezept. Genau. Ja. Heißt, wo sind wir ortstechnisch, Süden oder Norden? Bangkok, okay. Ja, genau. Heißt eigentlich scharf, oder? Ja, wir haben es. Aber man kann auswählen. Okay. Wir machen es heute nicht so scharf. Oh. Oh. Wenn ihr scharf möchtet, ich habe natürlich. Ich habe natürlich. Was haben wir gemacht bei scharf? Scharf. Also, wir haben uns auf. Mir nett, ne? Mehr. So leicht scharf. Genau, okay, gut. Wir legen los. Was müssen wir machen? Ich mache dir mal den Topf heiß. Brauchen wir eine Pfanne? Wir brauchen keine Pfanne. Okay, dann kann ich die wegstellen. Wir brauchen keine, der Topf reicht in diesem Falle. Gut. Also wir haben uns auf Bangkok geeinigt, aus dem Grunde, weil es dann nicht ganz so deftig ist. Weil wenn das ein bisschen Richtung Norden ginge, dann wäre es schon ein bisschen stärker im Geschmack. Wir haben trotzdem natürlich Chilis, die wir auch ein wenig verwenden werden. Ich denke, ich hoffe, scharf kann jeder so ein bisschen. Also wir machen es jetzt nur spicy, mild. So ein bisschen mild, scharf. Aber wie heißt es so schön? My pet, my alloy. Ne? Also wenn es nicht scharf ist, ist es auch nicht lecker. Also von daher gehört das schon dazu. Weise mich an. Was darf ich machen? Das kommt, glaube ich, erst zum Schluss. Das ist die Kokosmilch. Genau, Kokosmilch haben wir. Ich habe hier Gemüsefond frisch gemacht. Genau. Den können wir auch verwenden. Also die Reihenfolge, wie wir es schneiden, ist ja egal. Es kommt ja eh ziemlich zeitgleich One in den Topf Pot hinein. Cooking, oder? So, okay. Genau. Dann brauchen wir noch ein bisschen Öl wahrscheinlich zum Anbraten. Wir brauchen ein wenig Öl. Was möchtest du anbraten? Mir ist es vollkommen also, Zwiebeln, du sagst mir, was schneiden soll. Die Zwiebeln kann man anbraten, muss man aber nicht. In Thailand wird es eigentlich gar nicht gemacht. Nö, dann machen wir es auch nicht. Mit. Ja, also ich brauche Öl bitte. Genau. In der Karaffe Öl. Ja. Okay. So, dann also, fange ich einfach an. Schneiden. Genau. Du kannst besser Tomaten oder kannst du besser was anderes? Ich fange einfach mit den Pilzen an. Grob, fein, wie hättest du es gerne? Wie macht ihr das? Ja, doch ein bisschen fein. Also es darf, darf ruhig lecker aussehen. Okay, gut. Darf ruhig lecker aussehen. Boah, das war aber auch eine Ansage, hör mal. Ja. Lecker gibt's mal mehr, Kunde. Ja, genau. Nein, also, das habe ich gehört, Thomas. Olga. Unglaublich. Lecker. Unglaublich. Upsi. Guck mal, passt das so? Danke, Thorsten. Ja, aber. Aber? Ich glaube, wie ich meine Chefin gehört habe, besser in so eine Art Würfel schneiden auch ein bisschen. Ne? Oder beziehungsweise dünne Scheiben. Aber die sind nach meinem Geschmack zu groß. Also okay, dann mache ich das nächste etwas feiner. Ja, genau. Weil wir wollen ja keinen Salat, wir wollen ja eine Suppe. Ne? Gut. Ja. Detlef, wie lange machst du Bares für Rares schon? Bares für Rares mache ich seit 2015, also Ende 2015. Ziemlich Anfang fast, ne? Kann man, ja, oder? 2013 begann Bares für Rares. Da begann die Reise. Und zum Mitte 2015 circa wurde es zu einer Daily, also zu einem täglichen Besuch in euren Wohnzimmern. Und das haben wir dann zum Anlass nehmen dürfen, dass noch ein paar Händler und Experten hinzukommen konnten. Und hier bin ich. Hier bin ich, genau. Ja. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger.
Genau, wir haben uns bei Waldi kennengelernt. Beim Waldi oft schon kennengelernt. Und einmal kam ich schon abgeschminkt raus und wollte ihn begrüßen, hat er mich nicht erkannt. Sie. Aber das ist auch nicht so schwierig. Ja. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass der Thomas mich mal hier auf dem Marktplatz angesprochen hat. Ohne Kostüm, und bis dato hatte ich ihn ohne Kostüm noch nie gesehen, und sagte dann: Ach, hallo Mirko, wie geht's dir dann? Und ich so: Ja. Guten Tag, schönen Weg. So, man hat ja zu tun, man will ja was tun und machen. Ja. Und dann sagte er: Warte doch mal, ich bin's, die Olga. Und ich so: Was für Olga? Und so habe ich dann tatsächlich Thomas halt auch ohne Fummel kennengelernt. Ja, so. ohne Fummel. Ohne Fummel. Fummel, ja. Ja, es ist tatsächlich ein ganz anderer Mensch in dem Fall. Aber absolut. Seine Frau hatte mich erkannt, mir hat er nämlich am Tisch gesessen und du kamst. Ja, und weißt du, woran Mann. Das liegt? Warum? Das kann ich dir erklären, weil es ist egal, was du anhast, für Asiaten sehen Langnasen alle gleich aus. Ja? Ist das so? Ernsthaft? Ist das so? Ja, tatsächlich ja. Also du, wenn, fahr du mal nach Asien, dann wirst du auch sagen, dass die alle eine gewisse Ähnlichkeit haben, weil wir es nicht so gewöhnt sind. Und tatsächlich ist es so, dass wir es ganz oft hören, auch Nang vergleicht manchmal Menschen, und dann denke ich mir, sieht so aus wie der, was ja gar nicht stimmt, aber es ist halt ein anderer Blickpunkt. Hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich bin ein Mensch, der sich Gesichter sehr gut merken kann, aber mit Namen Probleme hat. Ah, deswegen. Ich wollte gerade schon sagen, wenn du die alle kennst, dann bin ich wieder sehr neidisch. Nee, das schaffe ich auf keinen Fall. Also Gesichter merke ich mir, und das wird immer schlimmer, dass du, weil du ja immer mehr Leute kennenlernst, desto länger du... Olga, du kannst mal rühren. Ja, du kannst mal rühren. Mein großes Problem ist tatsächlich Namen. Mit dem Löffel hier, oder? Ja. Also ich weiß, nach vielen Jahren weiß ich, welches Möbel ich ihm verkauft habe oder welches Bild, ernsthaft? Das weiß ich alles. Ich kann dir sofort sagen, welches Objekt es war, aber ich weiß nicht den Namen der Person in dem. Und das ist manchmal sehr peinlich. Und ich kann ja nicht sagen, wie der Künstler hieß, den er gekauft hat. Wie bist du denn zu dieser Sendung gekommen? Hast du dich da, ich sag mal, beworben oder bist du angefragt worden? Wie ist es gekommen? Ich bin tatsächlich gefragt worden. Es hatte sich aber einfach ergeben. Es gab mal ein anderes Format, was in Planung stand. Und dafür war ein Casting-Unternehmen, also ein paar Redakteure bei mir. Die hatten mich einfach aus dem Netz gefunden, haben mich angeschrieben und angerufen, ob ich Lust hätte. Und da ich ja ein sehr neugieriger Mensch bin, habe ich gesagt, ja klar, kommt halt. Ja. Und dann waren die bei mir, haben dann das Ganze gecastet, fanden es auch gut. Allerdings hat dieses Format dann nicht stattgefunden. Ah, okay. Aber dann kam was Neues. Ich lag dann in dieser sogenannten Schublade. Ja. Und die wurde dann von einem der Chefredakteure von Bares für Rares herausgesucht. Und die haben dann gesagt, hey, der Kümmel, den finden wir interessant. Lass ihn noch mal kommen. Und dann habe ich meinen ersten Probetag dort gehabt. Habe mich da sofort sehr wohl gefühlt, weil es einfach ein unfassbar gutes Team ist. Und die fanden mich anscheinend auch ganz gut, also ich durfte bleiben. Ihr seid ja am Anfang so ein bisschen belächelt worden, so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alter Kram und Blödsinn und Scheiß und dann den Koch als Moderator. Genau. Kam dir das genauso vor oder hast du gedacht, och, einfach mal drauf, einfach mal ausprobieren? Genau, genauso bin ich auch dahin gefahren. Ich hatte das große Glück, dass ich überhaupt keine Nervosität hatte, weil ich es zwar ernst genommen habe, aber nicht sofort wichtig für mich. Weil ich habe mir gedacht, du fährst es dahin, du schaust es dir an, wenn es dir gefällt, ist gut. Und wenn es dir nicht gefällt oder wenn ich es nicht kann ja auch sein, dann schicken die dich nach Hause, also mich in dem Fall, und dann wäre ich ja wieder Galerist gewesen. Also alles gut. Ja. Also ich konnte nichts verlieren, außer einen schönen Tag zu haben. Und jetzt ist aus diesem schönen Tag mittlerweile ein paar Jahre geworden und einige hundert Sendungen. Acht Jahre, oder? Ja. Dann mittlerweile. Ja, genau. Ja. Hat das dich beeinflusst in deinem Leben? Also sprich, ich sag mal, was den Umgang mit Antiquitäten angeht? Den Umgang mit Antiquitäten hat es nicht beeinflusst, weil das war immer meine Leidenschaft, Antiquitäten und Kunst. War also für mich so der zweite Lebensweg. Allerdings, was ich ändern durfte, war tatsächlich den Umgang mit Menschen. Okay. Weil
ich konnte vorher mich einfach irgendwo hinsetzen, konnte mir einen Kaffee bestellen, hatte was gegessen und saß dann 3 oder 4 Stunden. Und das ist passiert. Heute natürlich nicht mehr möglich. Jetzt gehe ich egal wohin und es kommt irgendjemand und sagt dann zu mir, wir kennen uns, ich weiß nicht genau woher oder weiß es sofort. Also auf jeden Fall habe ich jeden Tag nette Begegnungen und das kann ich wirklich genauso unterschreiben. Nervt es? Nein, gar nicht. Es ist wirklich toll, weil ich habe noch nie eine unangenehme Begegnung gehabt bisher. Ich habe vielleicht den großen Vorteil, dass ich ein bisschen distanziert bin. Bin auch nur ein bisschen, ja. Das heißt, ich bin freundlich, aber ich nehme mir aber auch raus zu sagen, jetzt möchte ich bitte weiter essen oder ich möchte gerne weiter einkaufen gehen. Und dann ist das okay. Und die haben auch dann Sache dabei, wo ich sage, kannst du gerade mal gucken? Du wirst lachen, das ist wirklich so. So wie du, Olga. Ja, du hast heute auch was mitgebracht. Ich habe gedacht, hör mal, wenn ich den schon mal hier habe, den Detlef, weißt du, meine Mutter, die hat gesagt, sie hat ein ganz tolles Schätzchen und das hat sie mir dann vererbt. Und ich will ja nächstes Jahr unbedingt eine Schiffsreise machen. Ja, ja komm, gedacht, dann hol's. Dann hol's halt. Aber du wirst lachen, das ist echt üblich. Also ich kenne kaum jemanden, der nicht irgendwelche Schätze auf seinem Handy hat und dann sofort sagt, Herr Kümmel, können Sie mal ganz kurz, ich will Sie ja nicht nerven, aber es ist okay. Guck mal. Also das würde mich nerven. Ah. Handgemalt. Ja. Na, wirklich. Was haben indische Kinder mit den Füßen gemalt? Ja. Also es sind jetzt wieder typische, ganz klassische Porzellanobjekte, die wir vor uns haben, Glöckchen. Man sieht es auch an der Marke hier. Es handelt sich um Objekte von Hutschenreuther und ich glaube, jeder von euch hat es schon mal gesehen oder hat es vielleicht zu Hause, weil jede Oma hat es gesammelt. Aber ich glaube auch, aber unsere Mütter haben das gerne gehabt und man darf eins nicht vergessen, das sind so Jahresobjekte. Das zum Beispiel jetzt von 2000. Die hier ist von 1997, also jedes Jahr kam eine neue Glocke zu heraus. Weihnachten wahrscheinlich, ja, oder? Genau. Ja. Es gibt Bäume, die hängen komplett voll damit, ja. Und so ein Glöckchen hat auch wirklich richtig Geld gekostet. Also einige durften auch bis zu 100 kosten. Die wurden ja gesammelt und wenn du keine hattest, dann wurde schon hochgestapelt. Dann wurde auch mal verhandelt, ob man nicht noch ein bisschen mehr bezahlt. Wenn du aber jetzt dieses Glöckchen siehst, heutzutage auf dem Flohmarkt zwischen 3 Euro und 5 Euro. Ernsthaft? Oh. Also es ist im Prinzip nichts mehr wert. Ich war zu schnell. Ja. Wäre das ein Objekt, was bei Bares für Rares genommen werden würde? Nein, das würde bei uns nicht genommen. Also okay. Man muss ja schon ein bisschen vorsortieren. Das machen die Redakteure. Man darf hier nicht vergessen, es gibt davon zu viele. Ja. Das ist schon mal die eine Sache. Und die andere Sache ist dabei, wenn wir es reinnehmen würden, hätten wir danach jeden Tag einen, der wegen so einem Glöckchen verkaufen wollte. Ja. Deshalb geht es einfach nicht. Aber ich glaube, wir haben eine recht gute Auswahl bei uns. Mhm. Und wir haben ganz tolle Bewerber. Und die wissen schon, dass wir nichts Teures suchen. Wir suchen was Besonderes. Und das ist das Wichtige daran. Aber die Leute denken ja bestimmt, dass die Glöckchen was Besonderes sind. Ja. Weil die so viel Geld bezahlen aber haben. Wie viel? Aber dass das auch 1 Million anderen auch gekauft haben. Aber genau das ist meine Anforderung. Wenn jetzt jemand mit diesem Glöckchen zu mir kommt, ja, dann werde ich oft gefragt, auch bei Redaktionen oder auch bei Interviews, von wegen, ja und was machst du dann? Du sagst den Leuten doch direkt, das ist scheiße. Nein, das ist es eben nicht, weil dieses Glöckchen hat vielleicht deine Großmutter gekauft. Hat dir gesagt, Junge, pass drauf auf, die ist was wert. War sie ja auch, die hat Geld gekostet. Außerdem schätzt die Mutter oder die Großmutter sie sehr, sonst hätte sie sich ja nicht verschenkt. Ja. Und wenn jetzt jemand sich viel Mühe macht, zu mir zu kommen mit diesem Glöckchen und dann auch noch sagt, Fernsehen erste Mal, das heißt, der hat wahrscheinlich auch noch eine gewisse Respekt davor, dann darf ich jetzt nicht einfach sagen, das ist scheiß Geweck, sondern ich muss es auch erklären, diese Wertschätzung ist ja nach wie vor da. Es kostet halt nur weniger. Ja. Ja. Und von daher ist es immer noch ein tolles Objekt. Ich mag solche Und Glöckchen. Ich finde das auch beim Format auch super. Bei mir hängen die im Baum. Ich finde das auch beim Format super, dass es nicht nur teure Sachen sind, sondern dass es manchmal wirklich nur 20, 30, 40 Euro sind. Und von daher finde ich das schon ganz spannend. So, das Thomas, ist ja unser Geheimnis. Ich gebe dir Brühe dazu. Die darf jetzt ruhig schon. Ja, komplett. Bei der Menge an Menschen komplett. Dürfen wir ja schon. Ja, wir brauchen schon ein bisschen Bums. Da steht bisschen ja Masse, noch weil die Schlange. Haben alle Hunger, oder? Genau. Ihr habt doch Hunger.
Na also. Das klang nach wenig. Habt ihr Hunger? So, jetzt ist es. Was ist denn los jetzt, hier? Jetzt ist sie auch beruhigt, weil die Brühe drin ist. Gut. Genau. Ja, sehr gut. Ja, in Thailand wird nicht da so viel vorgebrüht. Da wird nichts angebraten, ne? Genau, ja, es riecht. Ja. Aber ich finde, wenn man das anbrät, bekommt es noch mal ein bisschen anderen Geschmack, wie wenn man es nur kocht. Genau. Weil Zwiebeln, wenn sie gebraten sind, bekommen schon so eine schöne Süße. Weil wenn die nur gekocht sind, dann sind sie halt nur würzig. Und ich finde, so dieses Karamellisieren finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Kochen wir das auf? Natürlich, lass kochen. Ja. Warte, ich mach mal Bums. Tomaten kommen ja später erst rein, nicht sofort. Ja. Jetzt müssen wir... Laura. Hast du auch schon was geschnitten? Oder? Naja. Ja. Der hat Hammer. Ich würde jetzt die Tom-Yum-Paste mit euch machen, wenn es recht ist. Das ist super. Und zwar auf den, oder in den meisten Rezepten steht immer drin, Tom-Yum-Paste kann man kaufen. Das ist vollkommen richtig. Ja. Aber in so einer Kochshow will man die ja auch frisch machen, beziehungsweise das erkläre ich natürlich. Und dafür feiere ich dich jetzt, weil du wirst, glaube ich, einer der wenigen sein, der thailändische Suppe kocht und jetzt eine Tom-Yum-Paste selber macht, weil es gibt wirklich mittlerweile recht gute und die meisten verlassen sich darauf, dass es halt schnell geht und dass die gute Qualität auch ausreichend ist für die Suppe. Aber du kennst das seine ist sie, noch. Also ich das ist sie wirklich, aber frische ist natürlich immer besser, wenn man frische Zutaten hat. Ich feiere dich. In die Tom-Yum-Paste kommt rein Koriander. Frischer Koriander. Und wenn das frischer und junger Koriander ist, kann man auch die Stiele mitverwenden. Erster Schritt. Wenn der Blumentopf noch dranhängt. Wenn der Blumentopf dranhängt, das wäre ein Problem. Dann haben wir sogenannte K4-Limettenblätter. Die sind sehr zitronig, haben aber, wenn man das platt lutschen würde, so einen leicht seifigen Ton. Aber wenn es verwendet ist, ist dieser Ton raus. Dann brauchen wir Ingwer. Und der Ingwer ist auch ganz frisch, heißt, wir müssen noch nicht mal die Schale runterziehen und können dementsprechend alles vom Ingwer verwenden. Dann haben wir Thai-Curry-Paste, ganz, ganz klassisch, würzig, aber nicht zu scharf. Fisch- oder Austernsoße, etwas Gemüsefond, Sojasauce. Dann kommt noch dazu Zitronengras, auch rein damit. Ich habe gedacht, das wäre Lauch. Ja, sieht, das stimmt. Wenn es ganz frisch ist, Thomas, Olga, ist auch lustig, ne? Ich reagiere auf alles. Ich weiß, aber ich habe immer irgendwie, Thomas zu dir gesagt, irgendwie habe ich da beibehalten, weil das Lustige ist und Waldi war ja in der letzten Sendung dabei. Waldi wusste nicht, dass Olga Thomas heißt. Ja, also von daher sehr, sehr lustig. So, ich nehme nicht nur den Limettensaft, sondern nehme auch die Schale der Limette. Dann bekommen wir noch eine schöne Fruchtigkeit rein. Richtig. Und eine schöne Säure. Macht ihr das auch mit Wenn der Schale? Machen, ja. Aber ja. So, die kannst du mal ausschneiden, auspressen bitte. Presse ist hier. So. Und dann wird das ganz kurz fein püriert. Und die Paste setzen wir natürlich ganz gezielt ein. Und wirklich nur maßvoll, weil sonst brennt die Fresse, wie man so schön sagt. Ja. So, Hase, haut rein. Also für vier Personen nehmen wir an Paste normalerweise so einen Esslöffel. Ja. So, das ist das, was ausreichend ist, um es schmackhaft zu haben, aber nicht zu scharf zu machen. Ja. Hier müssen wir dann ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr, ne? Sehr gerne. So, Olga, komm in die Puschen. Ja, ja. Mehr esse zahlig. Vor allem ist es die Vorspeise. Ja, die haben Hunger, hör mal. Soll ich euch ein bisschen Brot schon mal bringen? Das ist eine gute Idee. Lieber Thorsten, schneidest du mal das Brot und dann kannst du es ruhig verteilen. Die Leute haben Hunger, oder? Ja.
Ja. Eben. War jetzt eine gute Idee. War eine oder? Sehr gute Idee. Da krieg ich nicht mal einen Applaus dafür, oder? Aber ja, sicher kriegst du da einen Applaus dafür. Weil ich weiß ja nicht, ob das mit der passt. Was das letzte Mal haben sie dann als Fensterkit genommen, aber egal. Du bist so charmant. Übrigens, kleiner Tipp, wenn ihr eine Thai-Curry-Paste macht oder die Tom-Yum-Paste macht, ich mache immer ein bisschen Öl dazu, dann wird die Masse geschmeidiger und man kann das dann besser miteinander vermischen und es ist pastös, wie man so schön sagt. Und ich merke, du machst den nicht zum ersten Mal. Nein, ich glaube nein. So, wenn jetzt noch mein neuer Mixer hier funktioniert. Ja. Ach so. Nee, warte mal. So rum. Ah ja, jetzt. So, ohne Brille. Ganz schwierig. Ohne Brille ganz schwierig. Ja. Sordele. Ist sie schon fertig jetzt? Ja, das geht ganz schnell. Ist ja eine Paste, kein Kuchen. Ja, ist ein bisschen flüssig durch die Zutaten, aber das ist nicht so schlimm. Machen wir da jetzt noch was dazu? Der Geschmack ist der gleiche, es ist halt nur nicht pastös, sondern ein bisschen flüssiger. Das, genau, das ist nicht so wichtig. Wird ja eh flüssig in der Wenn Suppe. Ich jetzt daheim wäre, hätte ich jetzt da Mondamin mit reingenommen. Ich bekomme nicht bei dir zu Hause. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da wäre sie Detlef, flüssig. Was kann ich noch tun? Wir haben ja noch Galanga. Gut. Die dürfte auch noch geschnitten werden. Ich bin nicht Kleinschneiden? So ja, in dünne Scheiben. Also dünne Scheiben. Dünne Scheiben. Die sollen okay. ja mitgegessen werden. Und ich dann weiß hole nicht, ich, dann hole ich jetzt eine schon interessant, Reibe. Oder? Das sieht so aus, wie was die beiden Dschungelprüfungen immer essen müssen. Ja, was ist das jetzt? Also, ähnlich wie Ingwer, okay. nur ein bisschen zitroniger, also ja. galgant, nur zitroniger und frischer. Genau, und auch bei dem Lemmengras, also wer das nicht kennt, der wird teilweise spüren, dass es ein bisschen härter ist. Das ja. kann man ruhig ein bisschen kauen. Wenn es schon etwas älteres Lemmengras ist, dann mag man es halt nicht durchkauen. Genau. Essen. Ich tue dann auch schon mal was an die Seite, also da keine falsche Scham. Das meiste kann man wirklich mitessen und schmeckt dann sogar beim Kauen sehr, sehr gut. Aber wenn es zu hart ist, dann tut es einfach an der Seite. Aber wo kriegt Aber spuckt es nicht auf den Boden. Her jetzt, Mirko. Galgant gibt es im Asia-Shop. Genau. Frisch und auch tiefgekühlt, ja. beziehungsweise auch getrocknet. Das gibt es auch getrocknet? Genau. Macht ihr es frisch oder getrocknet? Frisch, ne? Ja, wir machen es frisch. Das Einzige, was ich jetzt habe, du hast jetzt die Chilis, die liegen schon etwas länger da, ne? Weil wir machen das als Tipp immer grundsätzlich ins Eisfach, dann kannst du es besser dünn schneiden. Ah, okay. Das ja, das ist eine gute also ein Idee. Das ist eine Tipp, gute also, falls Idee. Man ja. Chilis schneiden will, in Längsstreifen, ja. habe ich ja alles schon beim ersten Mal lernen müssen hier. Ich habe mich ja auch gewundert, warum sind die kalt. Aber Nang hat vollkommen recht gehabt. Sie sagte immer einfrieren, dann kann man sie besser. Aber geht jetzt Soll schneiden. Ich was mit dem Koriander machen? Geht trotzdem. Detlef. Ja. Klein schneiden? Ja. So, beim Koriander hat man ja hinten diese Stielchen. Und wenn diese Stielchen nicht holzig sind, kann man auch die Stiele mit verwenden. Wichtig ist dann natürlich, dass man das Ganze schön fein schneidet. Und ganz, ganz wichtig, nicht drauf rumhacken, sondern wirklich schneiden. Wippen. Nee, wippen auch nicht, weil wenn du wippst, gehst du ja immer wieder drüber und nur einmal schneiden, denn die meisten hacken das Zeug immer kaputt und dann wird es bitter und vor allem seifig und das soll natürlich das nicht kommt so auch sein. Schon mit kommt mit rein? Jetzt schon, oder? Kann jetzt schon mit rein. Doch, kann rein? Mit rein. Ja, dann kann rein, ne? Sag was als letztes. Ja. Okay. Das hätte ich jetzt, alles gut. Hätte ich jetzt auch. Sagt aber nichts, ne? Ja, das hätte ich jetzt auch als... Kein Problem, kein Problem. Aber hätten wir die Schrimps nicht anbraten müssen, ne? Nee, die werden... Die ziehen da. Das geht in genau. einer halben Minute sind die Ja, ja, das geht ganz, ganz die schnell. Olga. Genau, weil der Eiweißgehalt von den Garnelen, in dem Falle Tiefseegarnelen,
ist so hoch, dass die wirklich halbe Minute, Minute, wenn die Brühe kocht, dass die dann fertig sind. Der Stefan guckt so interessant, du gehst lieber zum Chinesen, bestellst einmal die 5. Die 13, die 13. Ja. 17. Wir haben ja hier einen, können wir ruhig auch in dieser Sendung sagen, wir haben ja einen Lieblings-Thailänder hier in Frankfurt, unseren Freund Astrid, genau, vom Rama 5. Ja. Vom Rama 5. Und das ist gigantisch. Wer kennt das von euch, Rama 5? Wir super, oder? Ja. Wird Zeit. Ja. Ja, doch, das ist so. Kennst du? Nee, ich kenne ja schon. Du kennst es? Detlef natürlich ich wahrscheinlich leider nicht. Ja. Aber wir werden das jetzt mal prüfen. Das Dynamo von der Straße. Genau, Rama, genau, vom König. Genau, das kann jetzt schon rein, denke ich mal. Das jawohl, ich sehr gut. Es kocht jetzt blubbert es auch. Sollen wir es kochen, noch reichen? Ja. Ja. Kochen. Und jetzt bekommt das Ganze auch ein schönes Aroma. Jetzt kochen die Zutaten schon ein bisschen hoch und ein bisschen raus. Die Tomaten auch schon, oder? Das Tomaten? Auch etwas später, ja. Ich würde jetzt auch die Tomaten reingeben, dass sie ein bisschen Fruchtigkeit geben, ein bisschen auskochen können. Sehr gut. Auch rein damit. Na, das ist schon viel. Nein, 3 Chilischoten, keine Sorge. Ist nicht scharf. Nee, das geht noch. Versprochen, ist nicht scharf. Ich würde jetzt auch die Limettenblätter dazugeben, dass die dann auch dementsprechend ein bisschen würzen. Ja. Und ich bereite euch schon mal vor, ich habe noch süßes Thai-Basilikum. Das liebe ich, weil wir dadurch auch eine schöne Fruchtigkeit bekommen. Das würde ich jetzt dazuschneiden. Der ganze Busch, ist das okay? Oder zu viel? Die Hälfte. Die Hälfte. Gut. So, da müssen wir die Stiele wegmachen. Ja. Da müssen wir die Stiele wegmachen, weil die sind zu holzig. Ja. Und deswegen, das machen wir weg. So, und ein Koch ist zu faul, die Blätter einzeln wegzunehmen. Koch nimmt immer das Messer und schiebt vom harten Stiel nach vorne weg. Ich zeig's noch mal. Dann könnt ihr das zu Hause nämlich nachmachen. Und dann müsst ihr das nämlich nicht einzeln wegschneiden. Carsten, ich weiß, du kochst sehr gerne und kochst viel und du bist nicht faul. Er pflückt noch. Carsten pflückt. Ja. So, und die Stiele sind natürlich auch nicht verloren. Die kann man zum Beispiel in den Fond mit reingeben. In der guten Küche kommt nichts weg. Es sieht schon mal sehr gut aus. Was ist mit den Limette, die hier jetzt noch sind? Brauchen wir auch noch. Wir brauchen eine leichte Säure. Für hier? Für hier, mhm. Also oder? Die Blätter braucht ihr nicht mit zu essen gleich. Genau, die, das ist also die nur nehmen wir für raus. Die Optik, genau. Beziehungsweise die lässt man einfach beiseite. Weil die schmecken nicht. Aber die ja, die sind ein bisschen seifig. Das genau. Ist so wie das Lorbeerblatt. Quasi bei genau. Unserem Rotkraut. Ja. Ne? Das hatte ich dann grundsätzlich auch auf dem Teller. Einzeln schmecken sie nicht, aber die Wirkung ist super. Wirkung ist super, jawohl. Wobei Gewürze grundsätzlich immer eine Wirkung haben, ob sie frisch sind oder ob sie getrocknet sind. Das hat natürlich immer ein bisschen Hintergrund. Manche Gewürze, wie Basilikum zum Beispiel, schmeckt getrocknet nicht. Frisch natürlich besser. Aber zum Beispiel Oregano würde ich selten frisch verwenden, weil Oregano frisch, ja, ich sag mal, nach gar nichts schmeckt, aber getrocknet dann schön intensiv ist, so wie man das kennt. Wie lange muss das kochen? Also so ein paar Minuten. Ne? Also das geht, also geht relativ schnell, geht eben. Relativ schnell. Das ist ein sogenanntes Rührbratgericht oder heute sagt man dazu One-Pot-Cooking. Und das geht relativ schnell, wenn du eine Brühe hast, wenn du gute Zutaten hast, die sich schnell verarbeiten. Und dann kannst du 20 Leute mit satt kriegen. Da kriegst du 20 Leute mit satt. Genau, aber jetzt brauchen wir noch das Wichtigste, darf ich es mit rein? Ja. Ne? So, Detlef, was kommt jetzt dazu? Das ist Tamarind. Wenn du das bitte erklärst. Genau. Tamarind ist eine Frucht, soweit ich das jetzt weiß. Sieht ein bisschen komisch aus, hat aber einen sehr, sehr frischen Geschmack, schmeckt so ein bisschen zitronig. Muss man nicht reintun, aber ist tatsächlich echt ratsam. Also Tamarind kannte ich vorher überhaupt nicht. Probiert es mal, ihr werdet es merken. Das ist bringt auch eine leichte Süße mit rein. Genau. Somit rundet es sehr schön ab. Das macht ganz viel Spaß. Ja, du rührst. Also es darf in der Hau Größe rein. Zwei dürfen ruhig, das dürfen auch mehr. Ja, du kannst das ganze Glas reinmachen.
Block. Ohne Glas. Den Inhalt vom Glas. Ich brauche da schon genau Anweisung, ja. Sonst geht das nicht. Natürlich. So, aber es sieht schon ganz gut aus. Jetzt aber noch riecht es nicht, wie ich möchte. Das ist jetzt... Riech mal dran. Ja. Wenn es komisch riecht, ist es Fisch oder Austernsoße. Ein bisschen Fisch, genau, ja. Prignamplar. Ne? Also ja, das ist die Soße. Muss gar nicht viel rein, also darf auch Spritzer. Nicht, genau, so ein bisschen. Also das heißt, diese Menge tun wir nicht rein. Ihr wisst, was Prignamplar ist. Es ist ein Fisch, der sehr alt geworden ist, nachdem er starb. Ja? Oh. So kann man das sagen. Also, natürlich, nein, es ist tatsächlich eine natürliche Zersetzung mit dabei. Ja. Aber wir kennen Schimmelkäse, da wissen wir auch, da muss etwas faulen, damit es lecker schmeckt. Ja. Und so ähnlich ist es mit dem Fisch auch. Dieser Fisch ist älter, als wir normalerweise in Deutschland gewollt hätten. In Thailand ist es eine Delikatesse. Ja. Und ohne geht's nicht. Also viel Spaß. Und der Hintergrund ist aus der Römerzeit. Denn die Römer haben eine ähnliche Fischsoße gemacht. Nichts haben den Fisch fermentiert, genau. Und das war in der Zeit um null das Nonplusultra. Das ist Sojasauce. Das ist Sojasauce. Einfach klassisch Kikkoman-Sojasauce, genau, ohne jetzt für dieses sympathische Unternehmen-Werbung zu machen. Wie viel? Ein Schuss bei der Menge. So. Zwei Drittel davon. Ja, komm, ein bisschen haben wir noch. Viel Glück. Sehr gut. So, das Schöne ist, wenn es euch überhaupt nicht schmeckt, kann ich trotzdem sagen, das ist aber klassisch. Dann schmeckt euch halt thailändisch nicht. Und du hast Glück, hier hinten ist der Notausgang. Ja. Ich kann immer sagen, hier. Das haben Sie wir, hat das zwei haben wir. Wir haben alles. Schöne. Bei also, der Suppe ist immer einfach. Von meiner Seite haben wir alles. Nee, der Fisch muss noch rein. Was wir noch brauchen, jetzt kommt der Fisch rein. Dann kommt ja noch das Wichtigste, die Paste hinzu. Ja. Und dann kommt auch noch ein wenig Kokosmilch hinzu. Und wenn wir Glück haben, hat Olga richtig gerührt, damit schmeckt. Ja, ja. Alles gut. Warte, ach, jetzt war's ich. Detlef, ganz kurz. Ja? Wir haben zwei Menschen, Leute, die kein Fisch bzw. keine Meerestiere essen. Ja, ja. Ich hole ein kleines Töpfchen, dass wir den Leuten ein bisschen was runternehmen. Da fehlt aber noch die Kokossoße und so. Ich weiß, aber das können wir ja da extra dazu machen. Also, kleinen Moment, ich hole Glaubdöpfchen. Mit der Paste können wir schon machen. Ja, das können wir schon machen, auf jeden Fall. Die Paste kann schon mal rein. Ja. Wer isst denn da kein Fisch? Einmal melden glaube, bitte. Eins, zwei. Du auch nicht. Zwei. Gut, drei. Ja, macht ja nichts. Tobi ist dann der Vierte. Alles gut. Kriegen wir hin. Guck mal, so gehen wir auf unsere Gäste ein. Yeah! Du musst auch Brühe machen, Schatz. Nicht nur Geräusch, auch Brühe. Auch Brühe, ja. Ja, auch Brühe. Und Schlag aus dem Grund. Aber es sieht gar nicht so scheiße aus. Nee, aber es ist ja noch nicht fertig. Aber Hase, du hast wieder dein Kleid verspritzt. Wahrscheinlich, ja. Ja. Übrigens, ist das ein neues Kleid? Jetzt nicht mehr. Genau, sehr schön. Ja. Bisschen lustig. Ja. So, gut. Also, riechen tut es grandios. Ja. Und wenn es so riecht, wie es schmeckt, nein, umgekehrt, wenn es so riecht, wie es dann schmecken soll, dann sind wir ganz weit vorne, ganz weit vorne. Jetzt kommt da der Fisch. Das Beste kommt ja noch. Ja. Genau, jetzt kommen die Garnelen hinzu. Habe ich es falsch gesagt? Oh. Nö. Aber bevor das reinkommt, Prost. Stößchen! Weil wir haben vor lauter Arbeit. Der Klügere kippt nach. Genau, richtig, ja. So, Dalle, sehr schön. Ich stelle gerade fest, Kochen macht doch Spaß. Ja, verrückt, oder? Ja, normalerweise bin ich ja der professionelle Esser und meine Frau ist die Köchin zu Hause. Das System hat bisher super funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass ich das unbedingt ändern will, aber. So ein bisschen vielleicht. Jetzt, wo sie gesehen hat, wie du das zusammenkochst, dann nicht mehr. Vor allem das Chaos. Das Chaos. Hat er alles richtig gemacht? Natürlich, ja. Ja, gut. Also, was mich total frustriert, ist Langs Geschwindigkeit. Das ist immer fürchterlich. Na klar, sie macht das immer. Ja, aber das hat ja auch drauf. Aber die Thailänder essen sehr schnell, ne? Das geht immer rapi-zappi. Ja gut, das ist ja auch Kampf. Ja.
Also eine richtige thailändische Feier ist grundsätzlich so, jemand kocht etwas. Und das geht dann weiter und weiter und weiter. Immer kocht irgendjemand etwas. Selbst nachts um 3 steht irgendjemand in der Küche und kocht. Ernsthaft? Ja. Das ist ja wie in also Afrika. Es ist großartig. Die kochen auch immer. Weil, die Afrikaner kochen auch immer. Weil wir wir kochen so oder so. Thailänder reden da nicht drüber, die gehen in die Küche und kochen. Und das ist großartig. Und ich bin so ein Opfer. Wie heißt es, der Mann meiner Schwester? Guck mal, das ist Schwager, so heiß. Der kommt aus Nigeria und da ist es genauso. Okay, wir kochen immer und da wird immer gekocht und da ist immer jemand in der Küche. Genau. Ich finde es auch eine tolle Tradition in Thailand, wenn man sich dann besucht gegenseitig, bringt man ja Gastgeschenke mit, so wie wir das auch kennen. Wir gehen Blumen kaufen oder sonst was und die kommen dann ganz stolz an und sagen, ich habe eine Mango aus meinem Garten. Und alle stehen da so, oh, eine Mango aus deinem Garten? Und ich finde das großartig, weil das ist wirklich noch Wertschätzung dieser eigenen Traditionen. Ja? Ich habe ja auch einen eigenen Mangobaum in Thailand stehen. Also das ist mein Mangobaum. Sehr gut. Und dann bekam ich kurz danach ein Foto. Mein Mangobaum hatte sehr viele Früchte. Super. Ich habe mich echt darauf gefreut, beim nächsten Besuch meine Mangos essen zu können. Waren abgeerntet. Nein, das nächste Foto zeigte das große Hausschwein, was nämlich aus dem Stall ausgebrochen ist und hat sich auf diesen Mangobaum gestürzt. Alles weggefressen und plattgewalzt. Oh. Okay, das Tier wird jetzt sehr, sehr fruchtig schmecken. Ja. Aber so, wie viel soll ich reintun? Normalerweise tun wir ungefähr einen Esslöffel hinein. Okay, ein bisschen mehr. Bei der Menge, da brauche ich ein bisschen mehr. Langt. Das langt noch nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Langt, aber auch nicht zu viel, wir wollen nicht übertreiben. So ist gut. Gut. So ist gut, jetzt sind wir glücklich. Jawohl. Jetzt hole ich noch die Kokosmilch hole ich noch. Genau, die Jawohl. Kokosmilch kommt. Sehr gut. Die Kokosmilch machen wir erstmal. Jetzt bekommt er langsam den Geruch, wie wir es wollen. Ein Schuss? Na, jetzt riecht's. Ein Schuss nur. Ein Schuss? Ja, würde ich machen. Schuss. So. Lass mich rühren. Ich guck's mir an. Das auch schön ab, das Ganze. Ja. Ja, noch ein Schüsschen. Einzige, was ich jetzt ein bisschen bemängel, ist, dass die Tomaten etwas zu groß sind. Dadurch werden die jetzt ein wenig matschig werden. Ja. Da hätte ich mir sonst kleinere gewünscht. Ja, kann man machen. Ja, klar. Aber wenn ihr das macht beim nächsten Mal, werdet ihr machen. Stopp, oder? Ja, klar. Nee, alles. Das kannst du alles reinmachen. Ja. Sehr gut. Stopp. Zu spät. Sehr gut. Jetzt kommen wir der Sache nochmal näher. Und der Geruch, Detlef, ist wirklich grandios. Was müssen wir noch machen? Weil ich habe noch was mit dir vor. Also wir müssen jetzt im Prinzip gar nicht mehr viel machen. Ich muss jetzt nur schauen, bisschen wie Limette weit die Garnelen noch wahrscheinlich sind. Und ein paar Gewürze. Limette kommt noch automatisch. Guck mal, die Garnelen sehen schon toll aus. Genau. Haben meine Farbe angenommen quasi. Genau. Sie sind jetzt orange. So. Hier muss aber auch ein bisschen was essen. Gut. Erst hier. Einer Delish. Zu viel? Nee, alles gut. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen, wo du gesagt hast, zu viel. So. Gut. Ja. So. Rühr. Genau. Also, das ist die Kelle. Kannst ruhig nehmen. Kannst ruhig nehmen zum Rühren. Das ist der Rührlöffel. Das Was ist denn mit klassisch Pfeffer und Salz bei euch in Thailand? Pfeffer ja, aber Pfeffer, Salz nicht, ne? Salz. Nur Salz, kein Pfeffer. Okay, genau. Dann machen wir das. Kommt der Sache langsam näher, ja? Nein, keine Sorge. Also im Prinzip muss ich eigentlich die Nummer so machen, weil schöne Farbe passt zu deinem Kostüm, Schatz. Ja, genau. Ja. So, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ich hole mal ein paar Löffel, dann können wir mal probieren. Manchmal fehlt noch die Limette. Genau, Spritzerchen Limette. Das müssen wir noch aufschneiden. Das machen wir noch, ja. Das machen wir schon, ja, genau. So, das drehen wir ein bisschen runter. Am besten machst du es mit der Hand so rein, weil das mache ich auch nicht mehr. Thorsten, du kannst mal die Tellerchen rübergeben. Genau. Dann können wir die tiefen Schalen bitte, dann können wir nämlich essen. Wir lassen das noch einen Moment ziehen. Und Detlef, bevor wir gleich fertig sind mit diesem wunderbaren Gericht, gibt es noch ein kleines Spielchen mit dir. Ja. Das nennt sich 2 Lügen, eine wirkliche, tatsächliche, wahre Geschichte. Oder umgekehrt, 2 wahre Geschichten und eine Lüge. Also du musst mir 3 Geschichten anbieten. 2 davon können wahr sein und eine Lüge. Oder umgekehrt,
zwei können eine Lüge sein. Am besten gehst eins war. Eins rüber, genau. So, du musst mir nur vorher sagen, welche war es? Welche, nein, welche Richtung? Welche Richtung? Okay. Da ich eine mir noch überlegen muss, werden wahrscheinlich zwei gelogen sein. Okay, alles klar. Danke. Das kannst du schon mitnehmen. Okay, dann leg mal los. Also die erste Geschichte, die hat sogar zufällig mit einem uns beiden bekannten Menschen zu tun. Mit Waldi? Nein, mit Massimo. Mit Masse? Ah, mit Weil, dir? Ja, ah. Übrigens, Massimo ist Gast in der nächsten Sendung und wir machen heute frische Pasta. Schön, dass du da bist. Jetzt im Publikum und gleich in der zweiten Aufzeichnung. Weil Massimo kennen viele ja aus dem Fernsehen. Er hat schon sehr viel gemacht. Er hat eine sehr, sehr erfolgreiche ja, Doku-Soap ist es nicht, aber es ist aber einfach eine Daily-Soap, die einfach regelmäßig gesendet worden ist, die auch sehr erfolgreich war. Aber nicht nur das, er selber ist auch ein wirklich tragender Mensch in dieser Position gewesen. Und was jetzt wichtig ist, er macht ja auch andere Dinge. Und was auch wichtig ist, er macht sehr viele soziale Projekte, aber auch Kampfsport. Das heißt, das Soziale ist was anderes. Und er hat einen Dan-Grad im Karate. Und Karate ist natürlich eine andere Sportart, als die ich gelernt habe. Das heißt, das was, passt was kannst du? Ich mache unter anderem Taekwondo, dann noch Hapkido, Kobudo, Judo, Kickboxen. Das war ja mein Beruf. Und jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Ja, tatsächlich. Ja. Aber genau aus diesem Grunde haben wir beide mal zusammengefunden bei einer Charity-Aktion, weil er da gesammelt hat, was ich toll finde. Er hat dann wirklich für Menschen Geld zusammengesammelt und es gespendet. Und wir durften ein bisschen durch Präsenz helfen. Und dadurch haben wir zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen was daraus machen. Und was wir machen werden, wir machen einen Actionfilm, wo tatsächlich dann er als Familienvater da ist, muss wohl irgendwie verteidigen, braucht dann Hilfe. Ich kürze es ein bisschen ab, weil die Geschichte wird natürlich lang werden. Ja. Aber es ist nochmal so, zwei verschiedene Kampfsportarten, beide sind vielleicht nett und sehen nicht so aus. Also werden wir sehr überraschend sein können und werden dann einen Film drehen. Einen kleinen wahrscheinlich nur, aber es wird vielleicht wird es ein Blockbuster, wer weiß es. Aber auf jeden Fall wird es ein Actionfilm werden, wo wir erst einmal gemeinsam antreten, aber so wie wir uns natürlich auch kennen, sind wir ja nicht nur smart, sondern wir werden uns auch noch gegenseitig ein bisschen bereiten. Diese Geschichte glaube ich dir sofort. Aber da musst du noch im Publikum sagen, willst du es jetzt schon, was denkt ihr? Esse bewertet, ihr wisst, was er macht. Aber was denkt ihr? Ja, nein? Super lecker. Oder? Ja, gut. So, zweite Geschichte. Die zweite Geschichte ist, die führt zu meinem Namen. Detlef ist ein ganz komischer Name ja eigentlich. Klassisch deutscher Name. Ganz klassisch deutscher Name, heißt Sohn des Volkes ursprünglich in der Geschichte. Aber am Ende ist es so, Detlef war ja zu meiner Geburtszeit 1968 einer der schwierigsten Namen, weil jeder Schwulenwitz fing an mit Detlef und Sein. Also die ältere Generation weiß das, die heutige weiß das gar nicht mehr. Wieso hast du jetzt bei älterer Generation zu mir gekommen? Ja, ich bin die ältere Generation. Das glaube ich nicht. So, und auf jeden Fall ist es so, mein Vater hatte sich tatsächlich vertan. Das heißt, er ist nämlich zum Amt gegangen, wollte mich anmelden, hat aber vorher schon seinen Sohn ein bisschen zu sehr gefeiert und hat vergessen, wie ich heißen sollte. Und am Amt standen ja dann, er sagte, irgendwas mit D, erzähl mal. Und dann hat die dann erzählt so, Detlef, Dietmar, beziehungsweise Dietmar, Dirk, Daniel, Detlef. Und dann sagt er, ja, Detlef habe ich schon mal gehört, nehmen wir. Ja? Und dann kam er nach Hause und meine Mutter sofort hochschockiert von wegen, mein Gott, jetzt hast du Detlef angemeldet. Aber wie solltest du denn tatsächlich heißen? In dem Falle soll es, glaube ich, Dietmar sein. Dietmar, okay. Was auch nicht schön gewesen wäre. Aber meine Mutter hat dann sich geweigert, das zu regeln. Und mein Vater war es zu peinlich, der hat es dann auch nicht geregelt. Und deshalb Detlef, allerdings mit V. Was viele falsch schreiben, Detlef mit V. Ich habe es auch falsch geschrieben. Ich weiß. So. Sind wir durch, oder? Das sind die beiden Geschichten, die ich habe. Und die dritte Geschichte, die mache ich für dich ganz einfach. Ja. Da war ich mal in Lüdenscheid, habe eine Kundin gehabt, die fand ich sehr, sehr nett. Die war frisch aus Thailand und habe ich übers Geschäft kennengelernt, weil sie ihr Geschäft auflösen wollte. Und ich wollte ihr helfen und die Hilfe wurde sehr nett gedankt und wir sind jetzt ein Paar. Oh. Oh. Ja.
Also, die erste Geschichte glaube ich dir sofort, denn ich weiß, dass Massimo dieses Jahr zum Beispiel am 14. Dezember wieder sein Charity macht. Ja. Das glaube ich dir sofort. Mhm. Die zweite Geschichte finde ich sehr witzig, aber ich glaube, das Kind möchte man doch dann so nennen, wie man es geplant hat. Mhm. Deswegen zweifle ich. Die dritte Geschichte ist so süß, die ist so herzzerreißend, die glaube ich dir auch. Also zweite Geschichte glaube ich dir nicht. So, also die zweite Geschichte glaubst du nicht. Tatsächlich ist es so, meine Kundin kam zu mir und ich habe sie tatsächlich dann auch nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Danke, schön, dass du immer noch da bist. Ja? Das, wie lange ist das her? Das Ganze war, ich mache alles irgendwie im gleichen Jahr. 2013 haben wir uns kennengelernt, seit 2015 sind wir dann offiziell auch zusammen. Ja, 2015 fing Bares für Rares an, 2015 haben wir uns ein Haus gekauft, also irgendwie war das Jahr sehr erfolgreich. So, sehr gut. Dann kommen wir zu der Geschichte mit Massimo. Ich freue mich rechtlich darauf, dass wir den Actionfilm machen werden, allerdings ist es eine Lüge gewesen. Wirklich? Ja, tatsächlich. Also wir arbeiten dran, also noch ist es keine Wahrheit, aber ich habe jetzt eine Idee geweckt, das wollte ich ja nur. Ah, okay. Heißt die das Nummer zweite, mit dem Namen mein Name stimmt ist tatsächlich? Echt wahr. Mein Vater hat es verkackt, auf Deutsch gesagt. Und er hat gesagt, ich mach das nicht. Und meine Mutter hat gesagt, ich mach's auch nicht. Und deshalb ist Dietmar jetzt ein Detlef. Mit V. Ich spende immer, ob du nun die richtige, ob ich nun die richtige Geschichte erfunden, ja. Nein, gefunden habe oder nicht, spielt keine Rolle. Wo geht das Geld hin? Das Geld geht hin an. Ich möchte mal wieder was für Tiere tun. Wir haben letztes Mal sehr viel Geld gesammelt und haben das Geld gespendet an Miki. Das war ein, das ist eine Organisation, die sich um benachteiligte und misshandelte Kinder kümmert. Da habe ich ein paar tausend Euro über das Museum zusammengesammelt. Das war mir sehr, sehr nah. Aber da habe ich jetzt geholfen. Aber jetzt muss ich sagen, möchte ich einfach mal kurz und knapp sein. Die brauchen nämlich jeden Euro. Es gibt bei uns in der Gegend ein Tierheim, Dornbusch. Ja. Und den möchte ich einfach das Geld geben und die freuen sich wahrscheinlich einen Ast und mal gucken, wie viel du... 250 Euro? 250 Euro und das werde ich dann verdoppeln. So. Wow, so. Super, sehr gut. Also gehen dann sehr 500 gut. Euro. Weil dann und in meinem Bekanntenkreis gibt es auch tolle Menschen und da kommt garantiert auch noch was, ob es Futter ist etc. Ja. Da reden wir hinterher drüber. Weil für Tiere darf man einfach ein bisschen mehr machen, als man normalerweise macht. Nur streicheln und füttern reicht nicht, die brauchen echt Liebe und gerade die Tierheim. Kinder, die brauchen noch ein bisschen mehr. Ne? Du nett, ist das zu Schafhase? Nein, wir probieren mal. Dann verstaue ich mir das garantiert jetzt hier oben. Guck mal, geht es? Normalerweise ziehen wir also ich würde, an, würde gesagt, noch ein bisschen Salz dran machen. Ja, ja. Bums hat es. Salz? Ja, Bums hat es, es kommt nach. Also genau. Ich hätte jetzt noch ein bisschen bechillied, aber das macht ihr doch bitte selber. Könnt ihr selber machen. Das kommt machen. Gleich von alleine. Genau. Aber ein bisschen Salz mache ich noch rein. Das darf noch. Ein klein bisschen. Ja, das reicht auch schon. Gut. Weil das Salz gleich mit Sicherheit noch ein bisschen das, durch das Köcheln nach. Das sieht immer nur sehr viel aus, was. Da kommt da, nur nicht vollkommen so richtig, aus. Vollkommen richtig. Ich überlege gerade, was mir noch fehlt. Fehlt noch was? Irgendwas, Detlef, irgendwas darf noch. Ich überlege gerade, was ich... Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen von der Paste reingetan. Ja, sehr gerne. Weil das ist mir noch zu sehr bouillon. Und ich denke, lass uns doch mal thailändisch essen. Ja, hier haben wir noch ein Löffelchen. So, da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. So, und dann sage ich danke an unseren wunderbaren Gast, Detlef Kümmel. Vielen Dank! Danke schön. Schön, dass du da bist. Ja. Danke. Und natürlich an meine Co-Moderation Olga Orange. Wir sind raus. Das Publikum darf das jetzt natürlich essen. Und ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung. Alles Gute. Gute Nacht und bleibt lecker. Tschüss. Vielen Dank. Ich danke.